Ja, hallo. Jetzt kommen langsam die Teilnehmer rein. Ich begrüße Sie alle zu unserem heutigen Webcast, Ihr smarter Weg zur digitalen Schulkultur. Ich hoffe, jeder kann mich gut hören, wenn irgendwas sein sollte oder so. Bitte einfach mal kurz mitteilen. Warten noch mal ein paar Minuten, bis dann alle da sind. So langsam aber sicher trudeln alle ein. Pünktlich wie die Feuerwehr. Ich würde sagen, ein paar Minuten warten wir noch. Da kam auch schon die erste Frage rein, bevor wir angefangen haben, ob wir den Link zur Aufzeichnung bekommen. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Ich würde sagen, dass wir jetzt dann auch bald losstarten. Ja, also nochmal. Vielen Dank zahlreichen Erscheinen zum heutigen Webcast. Wir haben uns hier auch noch. Das Ganze findet statt in Kooperation mit Intel. Da hören wir dann auch noch was dazu. Und wir haben uns ein paar starke Partner mit ins Boot geholt, Experten in Sachen Consulting und Fortbildung mit Kommune Digital und dem Bildungsrebell. Als Moderator haben wir heute als Leiter der Education-Abteilung bei Intel den Goran Hauser anwesend, den Vorstand von Kommune Digital Martin Schmiedl, außerdem vom Bildungsrebell den Alexander Schmieden und den Andreas Maurer. Und nun schon zur ersten Frage, die vorher gestellt worden ist. Das Webinar wird aufgezeichnet und Sie erhalten auch danach eine Teilnahmebestätigung beziehungsweise in der Follow-up-E-Mail, die im Laufe der Woche an Sie gesendet wird. Dort ist dann das Link auch mit drauf. Und da sehen Sie auch, wir freuen uns auch auf Ihr Feedback. Das heißt, wir haben in den einzelnen Blöcken während dieses Webcasts zwischendrin immer mal die Möglichkeit, irgendwelche Fragen zu beantworten. Das können Sie allerdings auch in dieser Follow-up-E-Mail. Da ist dann ein Link zu einer Umfrage mit dazu. Wir würden uns echt freuen, wenn Sie dazu was sagen können, beziehungsweise Ihre Meinung kundtun könnten und wie Sie das Ganze fanden. Was die Fragen angeht, ich habe schon gesehen, einige haben schon herausgefunden, wie das Ganze funktioniert. Unten in diesem Fragenbereich können Sie Ihre Fragen stellen, die wir uns dann auch notieren und die wir entsprechend an unsere Referenten weitergeben werden. Die Fragen sehen nur Sie selbst und der Moderator bzw. der Organisator. Genau, also da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die Agenda. Ich werde am Anfang erstmal ein bisschen was zu Codex sagen, wer wir überhaupt sind. Was wir so tun, auch warum gerade digitale Schulkultur, was das Ganze jetzt mit Kultur zu tun haben soll. Wir werden erfahren, was Intel im Bereich Bildung macht. Danach kommen dann ja, Hinweise zu den Vertiefungswebcasts, die dann später noch stattfinden werden im Laufe der nächsten Tage und Wochen zum Thema moderne Lernumgebungen, Medienentwicklungskonzepte, Medienentwicklungspläne, digital unterstützter Unterricht
Und am Ende werden wir noch darauf eingehen, was es mit den Espresso-Terminen auf sich hat. Und da werden wir dann Ihnen dann auch noch die entsprechenden Links dazu geben. Auch die entsprechenden Anmelde-Links am Ende noch zu den Vertiefungswebcasts, die dann noch kommen werden. Wir sind als Kotec einer der führenden Händler für Hard- und Software im Bildungsbereich. Kotec hat vor über 25 Jahren damit angefangen, im Softwarebereich. Die ganze Hardware-Sparte kam erst später dazu, ist mittlerweile zu einem starken Standbein geworden, das Ganze. Sie können sich vorstellen, vor allen Dingen in den letzten Monaten ist da wirklich sehr viel passiert. Das ist zu einer echten Mammutaufgabe geworden. Wir stehen als Partner immer an Ihrer Seite, wenn es darum geht, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Software brauchen, Hardware und so weiter. Unsere Kernkompetenzen, wie gesagt, das Ganze hat mit der Software angefangen vor 25 Jahren, Hardware kam später dazu. Das dritte Zahnrad, das Sie hier sehen, die Managed Services, kam dann auch im Laufe der Zeit. Das bezieht sich in erster Linie auf Microsoft 365 oder Office 365, die Cloud-Dienste, die damit zusammenhängen, Teams-Einrichtungen, Tenant-Einrichtungen, Support dazu, Beratung dazu. Und das erweitert sich auch. Also jetzt nicht nur mit Microsoft, jetzt steht auch Google Education bei uns an. Auch dort entsprechende Dienstleistungen, die wir anbieten werden. Ja, das ist so das, was Kotec momentan so bietet. Unsere Stärken, klar. Persönliche Beratung. Sie haben bei uns immer einen persönlichen Ansprechpartner. Sie können am Telefon, also oder auch per Mail. Wir gehen auf Ihre Fragen ein, wir gehen auf Ihre Bedürfnisse ein, wir versuchen immer alles nach Ihrer besten Zufriedenheit zu managen. Dinge, die wir selbst nicht stemmen können, können wir durch unser starkes Partnernetzwerk verwirklichen. Wir haben da wirklich starke Partner an der Hand, die all das noch abdecken können, was wir selbst nicht bieten können. Wir bieten natürlich in Sachen Software und Hardware spezielle Konditionen für den Education-Bereich an. Und ja, wir haben eine hohe Reichweite, also wir sind in ganz Deutschland unterwegs, von der Nordsee bis zu den Alpen. Kultur. Da hat meine Kollegin, die Frau Zieheisen, eine sehr schöne Folie vorbereitet. Kultur, warum digitale Schulkultur? Da steht, Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistung einer gemeinschaftlicher Höherentwicklung. Es ist ganz ein interessanter Punkt. Es geht wirklich um Gemeinschaft, es geht um gemeinsames Handeln, es geht auch tatsächlich um Zusammenhalt in der ganzen Geschichte. Es reicht nicht, eine digitale Tafel vorne hinzustellen und ein paar Endgeräte zu kaufen, sondern es muss alles aus einer Hand passieren. Man muss gemeinsam die Aufgaben finden, die Ziele finden, wie man zu einem Konzept kommt oder wie man es erstellt. Und ja, was wir daraus lernen. Genau, die Digitalisierung der Schule kann nur dann gelingen, wenn sie akzeptiert, vorgelebt und verinnerlicht wird. Also wenn wirklich alle mit dabei sind. Und was lernen wir noch daraus? Ja, es ist das Konzept muss hier die Grundlagen zu schaffen. Es muss ein IT-Verantwortlicher bereitgestellt werden, wenn er nicht schon da ist. Es muss eine Netzwerkinfrastruktur geschaffen werden. Es müssen Breitbandanbindungen her, was leider bei vielen Schulen in Deutschland noch nicht so ist. Das ist einfach Grundvoraussetzung, um erst überhaupt mal anfangen zu können. Und da muss natürlich erst mal geplant werden, was brauchen wir denn überhaupt? Welche Hardware muss her? Welche Software muss her? Und als nächsten Step ist dann auch natürlich die Schulung der Kräfte. Ein ganz wichtiger Aspekt. Es hat sich auch in der Vergangenheit leider oft gezeigt, dass da Hardware angeschafft wird und dann am Ende keiner damit umgehen möchte oder kann. Und da ist es wirklich, und das gehört ja auch zum Medienentwicklungsplan dazu, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ist die Schulung der Lehrkräfte. Genau, und dann am Ende wird das Ganze umgesetzt und wird dann natürlich auch entsprechend, wie es hier steht, verinnerlicht muss es werden. Das muss ein
eine Selbstverständlichkeit sein in der Schule, dass auf die Art und Weise in Zukunft gearbeitet wird. So, und dann würde ich auch schon an unseren nächsten, an unseren ersten Referenten weitergeben. Das ist der Martin Schmendel, Schmiedel von der Kommune Digital. Dann wollen wir doch gleich mal schauen, ob ich den jetzt gleich. Dann schauen wir mal, Martin, kannst du uns hören? Hallo zusammen, ja. Hallo Martin. Hallo, sieht man meinen Bildschirm? Den Bildschirm sieht man ja, bereinige ihn nur noch und dann können wir loslegen. Wunderbar, sehr gut. Wunderbar. Ja, wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht zum Thema, wie können wir Ganzheitlichkeit abbilden in diesem Zusammenhang. Und das ist in der Tat etwas, was wir von Kommune Digital sehr gerne tun, mit unseren Partnern, sie da gemeinsam zu begleiten und vor allen Dingen eben ganzheitlich. Das Thema Schulkultur ist ein Begriff, den wir hierfür treffend gefunden haben. Warum? Weil es wirklich um eine Haltungssache, eine Einstellungssache geht und wir quasi einen Weg gemeinsam mit ihnen beschreiten können und gerne möchten, was heute im Grunde genommen einen Auftakt bildet. Und zwar ist das dieser Auftakt-Webcast, wo wir Ihnen gerne ein paar Impulse gleich mitgeben können zum Thema, was bedeutet das eigentlich? Digitalisierung im Bildungssektor, in der Schule, wie verstehen wir das? Welche Aspekte kann man berücksichtigen, wenn man da so ein bisschen ganzheitlich drauf schaut und letzten Endes Ihnen dann ein Angebot machen? Und zwar eben ein Angebot machen, auf eine Reise mitzukommen. Und wir finden, wir haben es einigermaßen smart im Sinne von intelligent hier für Sie vorbereitet, nämlich den roten Teppich auszurollen für Sie heute mit der Grundlagenveranstaltung und dann eben in verschiedene Vertiefungsebenen reinzugehen, von denen wir gerade schon gelesen haben. Und das sehen Sie hier heute am 25.11. Ab dem 4.12. geht es dann weiter mit Vertiefungswebcast. Da können Sie sich, wenn Sie sich dafür interessieren, anmelden bei Kotec auf der Landingpage, die heute noch eingeblendet wird. Und zwar geht es da am 4.12. weiter mit der Frage nach dem Medienentwicklungskonzept. Es gibt einen Fokus-Workshop, einen Vertiefungswebcast zum Thema Netzwerk und IT-Infrastruktur, wie letztlich also die Basis zum Thema Digitalisierung an der Schule. Das ganze Thema Endgeräte, Tablet, Laptop und Co. wird thematisiert am 8.12. Wir reden über das Thema digital gestützten Unterricht. Wie kann ich Unterricht gestalten? Dann, wenn ich letzten Endes auch ausgestattet bin, also wirklich, wie komme ich in die Umsetzung? Und das Thema Medienentwicklungsplanung ist eben auch ein wichtiger Faktor. Was wir hiermit zeigen wollen, ist, dass wir sehr gerne ganzheitlich den Blick auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Themen setzen wollen. Und Sie können sich sozusagen aussuchen, wo möchten Sie gerne einen Sparringspartner haben, wo möchten Sie gerne sich weiter vertieft darüber unterhalten, um dann letzten Endes natürlich in eine Umsetzung auch zu kommen. Und selbst da hat Kotec eben mitgedacht, mit uns gemeinsam auch Starterpakete definiert, die wir Ihnen dann anbieten können, wenn es dann wirklich um den ersten Schritt auf die Reise geht. Bis dahin ist es alles Information und irgendwann muss man ja auch dann in die Umsetzung kommen. Und hier gibt es die Möglichkeit eben auch mit uns gemeinsam zu starten. Espresso-Termine für Entscheider stehen unten noch auf der Folie. Da gibt es am 11. Dezember die Möglichkeit mit dem Alexander Schmieden, der gleich auch noch sich vorstellen wird, und mir gemeinsam Termine durchzuführen, wo wir wirklich nochmal in einer kurzen halben Stunde gemeinsam mit Ihnen, wenn Sie die Termine wahrnehmen möchten, über die Thematik aus der Hubschrauberperspektive nochmal drauf schauen können und gucken, was sind wirklich relevante, entscheidungsrelevante Erfolgsfaktoren dafür, das Thema Digitalisierung an der Schule voranzubringen. Das ist der Weg, den wir aufmalen für Sie. Das ist der rote Teppich, den wir ausrollen. Und da können, die können Sie gerne mit uns beschreiten. Das ist unser Angebot an Sie, hier den Weg zu gehen.
vom Auftakt Webcast heute bis in die Umsetzung. Und gemeinsam mit Kotec haben wir hier, glaube ich, einen schönen ganzheitlichen Blick darauf gefunden, was alles für relevante Themen auf Sie zukommen, beziehungsweise mit denen Sie sich beschäftigen, mit uns gemeinsam. Ja, Martin, ich bin wieder da. Bei mir war kurz das Internet weg. Dann würde ich jetzt das wieder übernehmen, damit ich dann an den Goran Hauser weitergeben kann. Tut mir leid, wenn es da jetzt gerade so ein bisschen, wenn er jetzt gerade ein bisschen Verwirrung da war, aber ich war jetzt selbst am meisten verwirrt von allen, das könnt ihr mir glauben. So, und dann würde ich dann auch ganz gerne gleich an den Goran weitergeben. So, Goran, wir sehen dich. Wunderbar, ihr hört mich höchstwahrscheinlich auch schon. Klasse, wunderbar. Genau, vielen lieben Dank. Sprich, mein Name ist Goran Hauser, ich bin bei der Firma Intel eben zuständig für den Bildungsbereich. Das ist der klassisch schulische, der berufliche und eben auch der Hochschulbereich, den wir covern, und bin auch in einigen Gremien aktiv. Jetzt heute Morgen saßen wir bei der Bitkom eben zusammen im Arbeitskreis Produktneutrale Ausschreibung, wo es eben auch darum geht, wie kann ein guter Leitfaden ausschauen, um es einerseits der Politik klarer und deutlicher zu machen, dass Schul-IT-Infrastruktur nicht mal kurz irgendwie ein paar Geräte sind, die man auf den Tisch schmeißt, sondern dass es eigentlich ähnlich komplex ist wie die Infrastruktur bei einem Mittelständler. Und da werden Sie wahrscheinlich im Laufe des Januars wirklich sehr dickes Pamphlet erhalten, wo es wirklich auch in Richtung konkreter Empfehlungen, Hilfestellungen und eben dann auch für die Ausschreibung an kompetenten Informationen geben wird. Zu meinem Part kurz, was macht Intel? Wo sind wir aktiv? Warum macht Intel Big Education oder Bildungsaktivitäten? Dann zeige ich Ihnen gerne gleich auf. Und zwar muss ich Ihnen einerseits nochmal ganz kurz dieses Legal Notices und Disclaimer präsentieren. Und ich bin mir sicher, alle von Ihnen können genauso wie ich einmal kurz quer drüber lesen. Deswegen gehen wir gleich jetzt weiter. Und wer ist eben Intel und was macht Intel? Ich hoffe, jeder von Ihnen kennt vielleicht Intel. Meistens machen Sie es eher fest an dem kleinen Chip, der vielleicht in Ihrem Rechner mit drin ist und Sie eben unterstützt auf Ihrer Maschine. Und wir sind seit mehr als 50 Jahren eben aktiv. Und die Company wurde eben damals gegründet von George Moore und Robert Noyce. Und wir sind weltweit mehr als 110.000 Mitarbeiter, auch eben in Deutschland, Standort hier in München, und diverse Fertigungsanlagen eben überall auf der Welt und insbesondere eben Israel, Irland, China und natürlich USA. Wir sind auch einer der wenigen Chip-Hersteller, der wirklich auch alle Produkte selber designt, sich Gedanken macht, wo die Reise geht, sogar selbst die Maschinen, die für die Produktion erstellt oder benötigt werden, die werden von uns mit designt und mit Maschinenbauern fertiggestellt. Und am Schluss gehört eben alle diese Fabriken und Themen, die gehören alle Intel. Das ist relativ unique, hat viele Vorteile, ab und zu ein bisschen Nachteile. Sprich, wenn der Bedarf so explodiert wie in den letzten ein, zwei Jahren, dass eben viele Geräte und insbesondere viele mobile Geräte nachgefragt werden. Was macht Intel darüber hinaus? Und das sehen Sie auf der rechten Seite, das Lösungsportfolio. Wir machen eben nicht nur eine kleine CPU, sondern wir sind natürlich im Serverbereich, im Storage. Wir machen ganz viel in AI, Netzwerk. Wenn Sie mal in die Fritzbox bei sich reinschauen oder in Ihren Telekom Speedport Router, da ist auch eine Intel WLAN oder Netzwerkkarte drin. Also wir sind in sehr vielen Bereichen aktiv und insbesondere im Softwarebereich. By the way, von den 110.000 Mitarbeitern weltweit sind knapp 25.000 Mitarbeiter alleine nur im Softwarebereich aktiv. Warum? Weil wir natürlich nicht nur versuchen, irgendwo ein bisschen Hardware zu produzieren, die vielleicht auch ganz gut ist, sondern eben auch versuchen, das mit anderen Herstellern, Softwareherstellern noch besser zu machen und zu kombinieren, wie jetzt mit SAP oder mit Adobe oder sei es eben mit Microsoft und Google, um einfach noch mehr aus dieser schnöden Hardware herauszuholen. Was machen wir eben in Education? Und da habe ich Ihnen vier Aspekte mitgebracht. Und zum einen, vielleicht kennst du ein oder andere noch Intel Teach, eben einen Fortbildungskurs für das schülerzentrierte Lernen. Dieser globale Ansatz, den haben wir in circa 70 Ländern weltweit
ausgerollt, haben damit ca. 15 Millionen Lehrkräfte weitergebildet. Das war jetzt nicht ein Curriculum, wie Sie es vielleicht in den einzelnen Bundesländern gut so kennen, mal 12 Stunden oder vielleicht auch mal 20 oder 30 Stunden, sondern es war wirklich ein wahnsinnig großes Curriculum, 80 bis 140 Stunden mit Multiplikatoren, Trainern und so weiter. Und allein in Deutschland waren im Zeitfenster von 2008 bis 2013 450.000 Lehrkräfte, die daran teilgenommen haben, mit der Unterstützung jedes einzelnen Bundeslandes in Deutschland und des BMBFs. Dann eben eins weiter, das ISAF, das kennen Sie hier in Deutschland unter dem Namen Jugend forscht. Intel ist hier eben seit mehr als 20 Jahren Unterstützer des weltweit größten MINT-Wettbewerbs. Und da sind ca. 7 Millionen Teilnehmer pro Jahr, die daran teilnehmen und eben aus Deutschland heraus auch. Dann eben zu den neueren Themen, die uns bewegen. Und zwar nennt sich das Intel Skills to Innovation. Das ist ein Programm, das seit 2019 aufgelegt wurde, auch ein globales Programm. Das ist angelehnt eben an das Thema Industrie 4.0. Und eben da dazu passen die 21st Century Skills, also alle Kompetenzen und Fähigkeiten, die es daraus resultieren braucht. Sprich, wir stellen da eben wesentliche Fähigkeiten und Erfahrungen bereit, eben für die Jobs der Zukunft oder die auch heute ja auch schon stattfinden. Und als neuester Ableger sehen Sie ganz rechts Intel AI for Youth. Das ist ein Programm, das wir seit Oktober 2019 aktiviert haben. Auch ein globales Programm, sehr erfolgreich, schon in anderen Ländern. Das Ziel davon ist eben, Jugendliche fit zu machen für die Querschnittstechnologie, künstliche Intelligenz. Und zusätzlich natürlich die Idee ist, das Thema zu demokratisieren. Also umso mehr Menschen auch wirklich wissen, was hinter KI steckt, ist es auch möglich zu verstehen, was sind A, die Risiken, was sind auch die Nutzenaspekte, um einfach sinnvolle Anwendungen dafür zu finden. Und zusätzlich versuchen wir natürlich auch, dieses Thema zu entmystifizieren. Sprich, passenderweise bei KI oder AI denken immer viele an den Terminator oder an Matrix Revolution, dass sowas passieren kann, aber das ist bei Weitem nicht möglich. Und von da geht es eben auch da ganz klar darzustellen, was ist konkret KI. Das sind eben so die vier Bereiche, in denen wir aktiv sind und wo wir Sie natürlich herzlich dazu auch einladen, hier mit uns gemeinsam aktiv zu werden. Sehr gerne können Sie uns darüber hinaus informieren. Am Schluss stellt sich die Frage, eben wie und was macht Intel einerseits und wie bringen wir jetzt auch Lehr- und Lernanforderungen eben mit Technik und Technologie in den Einklang. Und ich hatte es schon erwähnt, wir lehnen uns da auch stark an das Thema Industrie 4.0 an. Und deswegen, was Industrie 4.0 braucht, sind eben neue Kompetenzen. Klar ist, dass jeder von uns und unsere Schüler und entsprechend eine Grundbildung braucht mit Lesen, Rechnen, Schreiben. Da widerspricht keiner. Die Frage ist aber, was braucht es darüber hinaus, um eben in Zukunft auch immer noch diesen Industriestandort Deutschland zu sichern und eben nicht unterzugehen gegenüber anderen Ländern, die eben diese neuen Technologien, die neuen Plattformen auch wirklich umarmen und eben auch schon in die Bildung rausschieben. Und da die ja kurz gesagt habe, dass unser AI-Programm sehr erfolgreich läuft. In Indien zum Beispiel ist es ein Pflichtprogramm ab der 8. Schulklasse für die Schüler und Schülerinnen. Das heißt, das Land Indien bewegt sich ganz klar und möchte da vorangehen. Genauso haben wir es in China, genauso haben wir es aber auch in unserem Nachbarland Polen, wo die polnische Regierung entsprechend jetzt 25 Millionen investiert hat in 800 AI-Labs, um dort Lehrkräfte und Schüler diese Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln. Diese Grafik, die Sie hier auf der Folie sehen, das kommt vom Weltwirtschaftsforum 2018, als der Alibaba-Gründer entsprechend das auch mit vorgestellt hat, was braucht es in Bezug auf lebenslanges Lernen, welche Kompetenzen sind wichtig. Und genau das sind Aspekte, die wir auch sehen, die wir adaptieren und natürlich versuchen, Sie hier auch mit zu unterstützen, gemeinsam mit unseren Partnern, Codec, Kommune Digital, Bildungsrebell und viele mehr, um einfach da weiter voranschreiten zu können, auch hier in Deutschland. Wir manifestieren und lehnen uns da sehr stark an die Taxonomie von Bloom. Die Taxonomie von Bloom sieht in der Form, wenn man entsprechend vom Wissen bis hoch zur Analyse und zur Synthese weitergehen möchte und dementsprechend abstraktes Denken und übergeordnete Kompetenzen vermitteln möchte
dann muss man ab einem gewissen Punkt einfach auch zulassen, dass Technologie beim Lehren und Lernen eingesetzt wird. Erster Aspekt. Und zum anderen ist natürlich auch wichtig, welche Form von Technologie und welche Form von Rechenleistung macht da Sinn. Zu meiner Zeit war es auch klassisch, es gab natürlich Ausdrucke und das sehen Sie hier ganz unten. Wenn ich so will, ist es vielleicht ähnlich wie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Man hat ein Printout, um das printen zu können, brauche ich aber vielleicht einen Drucker und einen PC. Online-Texte, das ist das, was wir heute natürlich sehr oft sehen, sprich Internetrecherche und Co. Dann gibt es natürlich Aspekte wie digitale Aufgaben. Genau für diese Aspekte ist vielleicht die Technik, die wir momentan bei den Schülern und Co. auf dem Tisch stehen haben, vielleicht noch richtig und okay. Und auch da sind die Geräte vielleicht nicht notwendigerweise sehr leistungsfähig. Aber wenn ich dann weitergehe, eben in dem Reigen weiter nach oben, adaptives Learning, Lernen, Design Thinking, Data Science, KI, maschinelles Lernen und so weiter oder Erstellung digitaler Inhalte, da brauche ich einfach mehr Rechenleistung A. Und zum anderen muss ich auch zulassen als Lehrkraft oder als Schulträger, dass einfach auch diese Systeme, diese Technologien sich auch wiederfinden. Ansonsten kann ich das gar nicht umsetzen. Also das ist so unser Ansatz, wo wir das ganz klar sehen. Und in anderen Ländern um uns herum wird es schon lange auch so adaptiert und auch umgesetzt. So, was macht jetzt eine moderne Lernumgebung aus? Und für mich sind es drei wesentliche Elemente. Und das ist eben die Menschen, die in diesen in dieser Lernumgebung aktiv sein wollen, die lehren und lernen wollen. Das ist natürlich das eine. Das andere ist, dass Gebäude, die Lernumgebungen, die einzelnen Bereiche in der Schule müssen aber auch anpassbar sein für eine moderne Lernumgebung. Es reicht halt eben nicht immer nur aus, klassisch Bauhausprinzip, 60 Quadratmeter mit ein bisschen Fensterfläche und ein paar Tische und Stühle, um eben da eine gute und angenehme Atmosphäre auch aufzubauen. Das ist es eben nicht mehr. Also da braucht es einfach auch dann die Architekten und die da eben mit einspielen und auch wissen, was Pädagogen konkret brauchen, um eben gute Lernräume umzusetzen. Und last but not least, es geht eben auch um moderne Technologie. Und meine Bitte ist hier, das, was bei Ihnen vielleicht zu Hause funktioniert, funktioniert bei Ihnen zu Hause gut. Aber das hat oft nichts zu suchen in einem Infrastrukturkonstrukt wie auch eine Schule. Vielleicht teilweise bei Ihnen nicht heute aussieht, aber dann morgen. Und ich hatte auch kurz eingeleitet, Schulinfrastruktur ist ähnlich, sogar teilweise komplexer als bei jedem Mittelständler. Und das macht es notwendig, einfach professionelles Equipment, professionelle Technik, professionelle Services auch mit an die Hand zu bekommen und aber auch zu verwenden. Und da hat eben das klassische Konsumerprodukt, das Sie vielleicht zu Hause auf dem Sofa benutzen, ein kleines Tablet oder Smartphone und Co., das hat einfach relativ wenig da drin zu suchen, weil es einfach nicht sich deckt mit dem Bedarf und vor allem sich nicht deckt entsprechend mit dem, der es dann am Schluss auch administrieren muss. Deswegen wichtig ist, nur durch das Schaffen von Lernumgebungen, die eben A, auf Zusammenarbeit ausgelegt sind, B, nahtlos und zuverlässig funktionieren und eben C, sicher und vertrauenswürdig sind, schaffen Sie so etwas und dann lassen sich eben auch die aktuell und zukünftig notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen bei den Lehrkräften und Schülern aufbauen. Und das fördert natürlich dann auch Innovation, aber auch informatisches Denken. Deswegen wichtig wäre, wenn Sie Technologie einsetzen, dann sollte diese immersiv sein, zukunftssicher, leistungsstark und dann kann eigentlich relativ wenig schiefgehen. Wichtig ist natürlich immer, und da kommen wir nachher noch bei den anderen Referenten, Lehrkräfte müssen mitgenommen werden, sie müssen verstehen, wie sie das sinnvoll einsetzen können. Technik alleine reinzuballern bringt natürlich überhaupt nichts. Von daher muss das alles auch im Einklang stattfinden. Und am Schluss findet sich eben dieser Einklang in einem Medienentwicklungsplan oder Medienentwicklungskonzept wieder. Und was bedeutet das jetzt auch für Ihre IT-Strategie? Und grundsätzlich, da sehen Sie jetzt ein paar so kleine Halbkugeln, da fand Schule eben und die Bildung eben sehr lokal statt. Der Technikeinsatz war eher gering und sehr oft findet das eben dann auch umgesetzt statt durch Lehrkräfte, die eben ihre 3 bis 4 Stunden pro Woche da rein investieren müssen. Aber der Technik-Einsatz, der hat sich jetzt erhöht. Einerseits durch den Digitalpakt, durch die verschiedenen Förderprogramme, die es da gibt
und natürlich jetzt nochmal forciert durch das Hybrid Schooling oder Homeschooling, eben sprich der Lernort zu Hause kam noch mit dazu. Und das hat natürlich alles nochmal forciert und am Schluss braucht es so etwas wie ein Rundum-Konzept. Und dieses Rundum-Konzept muss erarbeitet werden, natürlich mit den einzelnen Schulen, aber muss getragen und getrieben werden vom Schulträger. Er ist verantwortlich, er ist auch der Budgethalter und er ist verantwortlich für seine Schule. Und deswegen ist natürlich auch wichtig, lokal müssen Dinge geschaffen sein, wie stabiles Internet oder eine gute Server- und Netzwerkinfrastruktur, sodass eben in jedem Raum der Schule etwas auch stattfinden kann. Zum anderen ist aber natürlich auch wichtig, die Anbindung des Schulträgers daran, sprich die Verwaltung der Vielzahl an Schulen und unterschiedlichen Schultypen, macht es notwendig, dass es dort eine Art Rechenzentrum gibt und eben auch entweder IT-Personal verfügbar ist und Administratoren, die eben die Aufgaben, die vielleicht heute Lehrkräfte machen, eigentlich professionell machen, dafür aber weniger von Pädagogik Ahnung haben. Und grundsätzlich muss man sich das natürlich auch so vorstellen, dass das einerseits lokal, also in ihrer Private Cloud, neudeutsch gesprochen, stattfindet, oder eben Teilaspekte wie Backups und Co. sich wiederfinden, vielleicht in einer Public Cloud, in Microsoft Azure oder wo auch immer, in der deutschen Cloud. Und am Schluss wird es darauf rauslaufen, dass es eher ein hybrides Modell sein wird. Viele Daten halten sich vor, wie jetzt große Dateien wie Videomaterial und so weiter. Das bleibt da oder auch entsprechend zu schützen oder schützenswerte Dokumente und Dateien, die eben im Rahmen des Schulträgers laufen und manche Dinge nutzen sie einfach aus der Cloud, sodass sie eben auch jederzeit Zugriff haben oder dort auch einfach kostengünstiger vorgehalten werden. Also sprich, eine gute geplante Infrastruktur ist wirklich das Fundament, um eben durch Digitaltechnik Lernumgebung bestmöglich zu unterstützen. Und da habe ich noch ein ganz kleines Bildchen mitgebracht, bevor ich rübergebe an den nächsten Referenten. Sprich, wenn Sie sich eine Bildungseinrichtung anschauen, das ist jetzt eine Mischung aus Hochschule und Seminarhaus und klassische Schule, dann werden Sie feststellen, und das ist ja klassischerweise Schule, denkt in Räume. Sie haben natürlich das Klassenzimmer hier im mittleren Stock, ganz links. Sie haben aber auch Bereiche, die heute vielleicht noch nicht aktiv sind, aber durch Gesetze, die ja momentan auch im Anschub sind, eben auch stattfinden werden. Also sprich die Ganztagsbetreuung. Wie organisieren Sie die Mensa, den Betrieb dort? Brauchen Sie da noch mehr Personal oder können Sie das vielleicht covern durch etwas Technologie, die das Leben da etwas leichter macht? Genauso eben braucht es Bereiche, wie hier in der Mitte dargestellt, wo eben der klassische PC-Informatikraum, bei mir gab es noch tolle Intel 386er PCs auf einem monochromen Display, wunderschön. Heutzutage erwarten die Schüler natürlich auch ein bisschen mehr, sprich Dinge wie AR, VR, 3D, ob es jetzt 3D-Druck ist oder 3D-Kreation, natürlich das klassische Programmieren, das Coding, aber darüber hinaus natürlich auch Dinge wie Robotik oder AI. Und das sind Dinge, die heute schon umsetzbar sind. Dann nehmen wir sie gerne auch mit an die Hand oder tauschen uns sehr gerne mit Ihnen aus, was Sie erwarten, was wir vielleicht auch haben und wie es umsetzbar ist. Und da gehen wir einfach dann in den nächsten Schritt, sprich klar zu manifestieren oder zu fixieren, wo haben Sie einen Bedarf und wo können jetzt die Partner entsprechend Sie vielleicht bestmöglich unterstützen, um Ihnen eine gute Entscheidungsgrundlage auf Basis von mehr Informationen auch treffen zu können. Das war es soweit von meiner Seite und gebe entsprechend weiter. Ja, vielen Dank, Goran, für deine Ausführungen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir die Fragefunktion haben, die Sie auch durchaus nutzen können. Ich habe jetzt auch schon die eine oder andere Frage schriftlich beantwortet. Wir werden auf das eine oder andere noch später zu sprechen kommen. Außerdem verweise ich natürlich auch noch auf die Vertiefungswebcasts, in denen einige Fragen mit Sicherheit besser aufgehoben werden. Ansonsten ist jetzt im Moment nicht viel reingekommen, aber das kann sich später mit Sicherheit noch ändern. Dann würde ich jetzt einfach mal wieder an den Martin zurückgeben, wenn der Martin bereit ist. Ja, hallo. Hallo Martin, es ist wieder dein Part. Jetzt
Sehr gut. So, mein Bildschirm sieht man auch wieder. Jawohl, den sehen wir. Sehr gut, wunderbar. Also das, was der Goran Hauser hier als wirklicher auch Education-Bildungsexperte von Intel gerade nochmal gesagt hat, ist etwas, was wir auch hier zeigen können. Wir haben eine sehr große Expertise angesammelt für die Begleitung von Ihnen in dieses Thema digitale Schule, digitale Schulkultur und haben eben diese Vertiefungswebcasts entwickelt, extra für diese Reihe, extra für Sie auch als Codec-Kunden. Und die möchten wir Ihnen jetzt gerne vorstellen, schon mal so ein bisschen einsteigen in die Thematik, um im Zweifel natürlich so ein bisschen Appetit zu machen auf diese Vertiefungswebcasts. Und dann natürlich auch, wie das der Horst gerade gesagt hat, sicherlich die ein oder andere Frage, die Sie jetzt schon haben, auch dann sicherlich in dem Webcast im Dezember dann nochmal deutlicher und prägnanter und umfassender zu beantworten. Und ich als Nicht-ITler freue mich gleich, wenn der Sebastian Biermann, noch ein anderer Referentenkollege, oder der Goran natürlich gerne auch eingeladen, hier nochmal weitere Ergänzungen für mich haben. Ich stelle Ihnen jetzt in aller gebotener Kürze mal die Themen vor, die wir für den Vertiefungswebcast Netzwerk und IT-Infrastruktur als Basis für moderne Lernumgebungen formuliert haben und das Thema digitale Endgeräte, Tablet, Notebook und Co. Und möchte im Grunde genommen sehr gerne etwas mit Ihnen teilen, was ich für mich persönlich immer als sehr einfache, prägnante, eine einfache, prägnante Form finde, um Dinge zu verstehen. Ich auch als Nicht-Technologe und Nicht-ITler mit großer Affinität zum Thema Technologie und IT verstehe immer viel, wenn ich mir Bilder anschaue. Und wenn wir uns das Thema Infrastruktur anschauen im IT-Bereich, dann suche ich immer nach Vergleichen. Und ein Vergleich, der hier wunderbar passt und den wir gleich fortführen werden für das Thema digitale Endgeräte, ist in der Tat das Thema Straßen. Also es gibt ja auch einen Verkehrsminister, der auch für das Thema digitale Infrastruktur verantwortlich ist. Und wir haben hier durchaus einen passenden Vergleich, weil es ist ein Unterschied, ob ich auf einer, ich fange mal hier in der Mitte an, auf einer Schotterpiste unterwegs bin, die mir wunderschöne Panoramen erlaubt, ja, aber im Zweifel es erlaubt nur langsam zu fahren. Also alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Und wenn wir uns über das Thema Breitbandverbindung unterhalten, also die Frage, welche Leitung führt zu Ihnen in die Schule, in Schulgebäude, haben Sie bereits vielleicht einen Glasfaseranschluss oder ist es eben noch eine andere Variante des Internetanschlusses, dann ist das durchaus ein gültiger Vergleich, den man hier wählen kann, zwischen der Schotterpiste und der Autobahn. Auf der Schotterpiste bin ich nur langsam unterwegs, im Zweifel ist nur ein Auto oder ein Vehikel möglich, hier drauf zu bewegen und auf einer in dem Fall unten links gezeigten sechsspurigen Autobahn ist es durchaus möglich, mehr Verkehr durchzuschleusen. Und darum geht es im Grunde genommen auch, um die Frage zu beantworten, welche Infrastruktur Sie benötigen. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ich brauche heute vielleicht keine Schotterpiste, sondern so einen ausgebauten Weg, das wird mir reichen. Der ist dann asphaltiert. Wenn ich die Schotterpiste asphaltiere, geht aber immer nur ein Vehikel sozusagen über den Weg. Und hier ist eben die Frage auch in die Zukunft gerichtet, welche Skalierbarkeit habe ich denn, um Datenverkehr zu ermöglichen. Wir hätten uns, glaube ich, vor wenigen Jahren nicht vorstellen können, wie viele Daten heute hochgeladen werden, zum Beispiel auf Videoplattformen, wenn Sie sich den privaten Bereich anschauen, mit YouTube, TikTok und so weiter, das sind alles Videoplattformen, wo wir über Unmengen an Daten sprechen, die hoch und runter geladen werden
Und auch wenn es heute an Ihrer Schule noch nicht so ist, dass so interaktiv auch mit Bewegtbildern gearbeitet werden kann, dann ist das vielleicht in der Zukunft aber eine Fragestellung, der man sich heute stellen und der man sich heute widmen muss. Das heißt, die Punkte Skalierbarkeit sind wichtig, die Leistungsoptionen heute und in der Zukunft, die Frage nach der Schnelligkeit ist ein wesentlicher Faktor, die Frage nach der Stabilität, ich gehe nochmal zurück zu dem Bild der Autobahnen. Autobahnen haben immer auch Leitplanken und sind besonders stabil, mit einem besonders stabilen Fundament gebaut. Und das ist in der Tat auch hier vergleichbar, wenn wir über das Thema digitale Infrastruktur sprechen, dass Sie das Thema Sicherheit, Stabilität hier besonders berücksichtigen können. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch das, was der Goran Hauser vorhin schon angesprochen hat, das Thema Verwaltbarkeit. Das gilt nicht nur für die digitalen Endgeräte, sondern das gilt auch für die Infrastruktur, wenn wir darüber sprechen, dass alles, was Sie heute quasi beschaffen, als Schulträger für Ihre Schulen und installieren an Ihren Schulen, am Ende auch irgendwie betrieben werden muss und irgendwie verwaltet werden muss. Und irgendwo fällt irgendwann mal ein WLAN-Access Point aus. Und da ist dann letzten Endes die Frage, wie schnell ist ein Support dabei, diesen Fehler zu identifizieren, und auch wie schnell ist eine Problemlösemöglichkeit auch vorhanden. Und deswegen ist das Thema Verwaltbarkeit auch bei der Infrastruktur ein ganz wichtiger Punkt. All diese Themen werden wir wieder aufnehmen in dem Vertiefungswebcast, der zum Thema, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, Netzwerk und IT-Infrastruktur am 7.12. um 10.30 Uhr stattfinden wird. Hier wird dann der Sebastian Biermann, der dann Experte ist für dieses Thema, diesen Vertiefungswebcast hauptsächlich durch diesen Vertiefungswebcast führen. Ich würde an dieser Stelle noch einmal zeigen, was das konkret bedeutet, dass wenn wir über eine IT-Infrastruktur sprechen, ist es wichtig, dass wir über eine Plattform sprechen, die idealerweise eine Plattform ist und keine Insellösung, die im Zweifel modular aufgebaut ist und Schnittstellen bietet. Und die Bestandteile von einer Infrastruktur sind die Fragen nach der Basis, nach den Grundlagen, Breitband, Netzwerk, also das, was über Kabel läuft, WLAN und Server. Ihre ganze Schulinfrastruktur muss auch sicher und geschützt sein. Das heißt, konkret bedeutet das Firewall, Virus und Datenschutz. Das Netzwerk muss gemanagt werden im Sinne von, es gibt Regeln, es gibt Zugriffsregeln, es gibt Ressourcen, die hier eingeplant und getragen werden müssen. Und das ganze Thema Betrieb und Support, wie ich es gerade schon gesagt habe, ist ein wesentlicher Faktor dafür. All das erfahren Sie am 7.12. Noch einmal in der Tiefe von unserem Experten Sebastian Biermann. Ein zweiter Vertiefungswebcast, den wir durchführen, ist der zum Thema digitale Endgeräte oder Tablet, Laptop und Co. Vom Hardware-Dschungel zum passenden Endgerät für Lehrer und Schüler. Auch hier haben wir das Bild genutzt, das wir gerade schon genommen haben, nämlich das Thema Verkehr und Mobilität. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sind auf einer Schotterpiste unterwegs und möchten gerne mit einem großen LKW über die Schotterpiste fahren, dann ist das durchaus etwas als schwieriges Unterfangen. Möchten Sie in einer Stadt in kleinen, engen Gassen unterwegs sein, nehmen Sie die Vespa. Möchten Sie gerne Dinge transportieren, nehmen Sie den Unibock hier oben rechts, und brauchen Sie irgendwie ein Gerät, was in der Mitte verankert ist, nämlich klein und wendig und eine gewisse Ladefähigkeit, dann können Sie dieses schöne Gefährt nehmen, was wir in der Mitte hier abgebildet haben als Vehikel. Das heißt, auch für das Thema digitale Endgeräte ist es ein ganz wichtiger Punkt, darüber nachzudenken,
welche Anwendungsszenarien, welche Nutzungsszenarien habe ich denn für ein Endgerät? Auf welcher Straße fahre ich? In welcher Stadt? Bin ich draußen im Dschungel unterwegs? Also bin ich sozusagen auch hier in unterschiedlichen Bereichen unterwegs, in der Schule, außerhalb der Schule oder muss ich von zu Hause arbeiten? Welche Faktoren, welche Arbeitseinsätze habe ich denn? Und das sind letzten Endes die wichtigen Punkte, die hier zu berücksichtigen sind. Das heißt, ich muss über meine eigene Mobilität Gedanken machen. Dazu gehört auch Schnelligkeit, Flexibilität. Ich muss mir über das Thema Haltedauer und damit auch Folgekosten Gedanken machen. Ist es eine, als Schulträger vor allen Dingen, eine Investition, die einigermaßen sicher ist über die nächsten Jahre? Wir haben eine sehr starke Veränderung natürlich immer in der Hardwarelandschaft, aber es gibt bestimmte Faktoren, an denen man sich auch langjährig klammern kann und die langjährig gelten. Das ganze Thema Ergonomie ist ein ganz wichtiger Punkt. Reden wir über das Thema Bildschirmgröße, reden wir über das Thema Bearbeitbarkeit, komme ich gleich nochmal zu so ein paar Punkten. Und natürlich, welche Einsatzmöglichkeiten habe ich dann mit welchem Gerät und welche Leistungsoptionen bleiben mir? Das sind letzten Endes die Punkte, die man auch strukturiert dann für sich als Checkliste im Grunde genommen hernehmen kann und sagen, okay, ich nehme jetzt mal diese Punkte und schaue mir unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Einsatzszenarien an, sodass zum Beispiel ein Desktop-PC, der eine andere Mobilität zum Beispiel hat, die ist dann nämlich eher eingeschränkt, was dieses gelbe Quadrat hier darstellen soll, in Bezug und Verhältnis zu einem Notebook oder einem Tablet oder diesen 2:1 Convertible-Geräten, die eben vielleicht ein abtrennbares Display haben und aber gleichzeitig auch eine Tastatur ermöglichen. Genauso ist es wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, welche Anschlussmöglichkeiten habe ich zum Beispiel an einem Tablet, wenn es darum geht, hier auch Dinge zu verknüpfen, Schnittstellen auch abzubilden in Richtung größere Displays, in Richtung Vernetzung. Dann sind das ganz, ganz wesentliche Punkte, die hier eine entscheidende Rolle für Ihre Kaufentscheidung und dann eben auch die Anwendungsszenarien dahinter dann auch abbilden. Wenn wir uns anschauen, was wir hier für Möglichkeiten haben, dann ist es eben das Thema Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe hier von Intel und mit Kotec auch viel gelernt zum Thema Möglichkeiten der Verwaltbarkeit. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, als ich als Kommune Digital Vorstand gehört und gelesen habe, dass es diese vPro-Plattform von Intel zum Beispiel gibt, die es eben ermöglicht, eine Fernwartung durchzuführen, dann ist das für mich, das ist hier unten rechts aufgeführt, ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor und dafür für ein Beschaffungskriterium. Weil wenn ich als Kommune mir vorstelle, welche Ressourcen ich denn habe in meiner IT-Abteilung oder vielleicht in einer Schule, die Ressourcen sind meistens unserer Erfahrung nach sehr eingeschränkt, dann ist es so, dass wir hier über eine vPro-Plattform die Möglichkeit haben, Dinge fern zu verwalten und diesen bekannten Turnschuh-Support, der letzten Endes auch immer etwas länger braucht, als man es eigentlich sich erhofft hat als Nutzer, bis jemand mal aus dem Rathaus oder aus der IT-Abteilung zu einer Schule gefahren ist, sich ein Gerät angeschaut hat oder das vielleicht auch mitnehmen muss, um es zu warten, um es zu reparieren, hier definitiv ein Kostenfaktor ist für die Beschaffung. Die ganzen anderen Punkte, die hier stehen, sind auch wichtig. Das ganze Thema Robustheit, welche Eingabemöglichkeiten habe, welche Kameraqualität habe ich, Tastatur, Anschlüsse, hatte ich gerade schon gesagt, beim Tablet sehr eingeschränkt möglich, bei einem Notebook oder bei einem Desktop-PC anders möglich. Und natürlich das Thema Stifteingabe. Auch hier wieder die Frage, in welcher Schule bin ich? Arbeite ich viel mit Stiften? Möchte ich, dass die Fachanwendungen, fachspezifische Ideen, ich habe für meine Unterrichtsgestaltung,
dann ist die Frage, brauche ich vielleicht eher den Stift, brauche ich eher die Tastatur. Es sind ganz, ganz viele Faktoren, über die man sich Gedanken machen darf und kann, wenn man über die Beschaffung von digitalen Endgeräten, mobilen Endgeräten spricht. Und da gehen wir eben dann noch sehr, sehr viel tiefer drauf ein, wenn wir über die Vertiefungswebcasts sprechen. An dieser Stelle das als kurzer Impuls für den Vertiefungswebcast und kurzer Ausblick, wenn Sie da Interesse haben, sich weiter tiefer mit auseinanderzusetzen und sich hier auch auszutauschen, dann stehen wir Ihnen natürlich gerne bei dem Vertiefungswebcast zur Verfügung. Ja, Martin, könntest du einmal noch die vorhergehende Folie zeigen? Da hätte ich, glaube ich, eine Frage eines Teilnehmers dazu. Ja, gerne. Genau, da fragt jemand nämlich, mögliche Aufrüstung fehlt mir dort ganz klar in der Übersicht oder die Vergleichbarkeit. Ist das eine Sache, die dann im Vertiefungswebcast eher und eindringender behandelt wird? Ich habe verstanden, akustisch mögliche Aufrüstung als Frage. Ja, das ist so geschrieben, Aufrüstung, beziehungsweise es fehlt wohl in der, was jetzt genau gemeint ist, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht schreibt der Herr nochmal und Vergleichbarkeit, inwiefern man diese einzelnen Lösungen miteinander vergleichen kann, denke ich mal. Ja, genau, richtig. Also natürlich ist das ein Thema, das wir dann im Vertiefungswebcast behandeln. Wir können das auch zwischendurch gerne diskutieren. Aber natürlich ist die Frage der Aufrüstung, des, sozusagen, das hatte ich ja vorhin bei dem Thema Infrastruktur auch genannt, das gilt natürlich für die digitalen Endgeräte genauso, für die Endgeräte. Was habe ich eine zukunftssichere Investition? Kann ich eventuell hier auch Dinge noch in meinem System, was ich mir anschaffe, auch noch gestalten, wenn ich mir schon Dinge angeschafft habe? Das ist wahrscheinlich mit Aufrüstung gemeint. Okay, weitere Fragen haben wir dann momentan nicht. Ich würde dann ganz gerne zum Thema Medienentwicklungskonzept bzw. Planung dann gleich mal weitergeben an den Andreas Maurer. Ich hoffe, dass der Andreas bereit ist dafür. Ja, vielen Dank, Horst. Ich bin bereit. Ich hoffe, man hört mich gut. Dass mein Bild übertragen wird, sehe ich schon. Wir sehen dich und wir hören dich gut. Okay. Mein Bildschirm bitte bereinigt übertragen noch. Läuft, Bildschirm wird übertragen. Genau. Bildschirm bereinigt. So, jetzt müsste die bereinigte Übertragung aktiv sein. Ich wechsle mal zu den PowerPoint-Folien. Ja, sehr gut. Wunderbar. Technik läuft. Und ich steige gleich ein, weil ich habe 10 Minuten zur Verfügung, sagte man mir vorher. Und den möchte ich auch möglichst genau einhalten. Jetzt sehe ich aber die Folie nicht mehr. Warum sehe ich jetzt meine Folie nicht mehr? Ich muss noch mal kurz rausgehen. Übertragung, Bildschirm. Ich muss mir, Entschuldigung. Ich sehe jetzt meine Taskleiste nicht mehr. Das ist wirklich Worst Case, der jetzt gerade eingetroffen ist bei mir. Bildschirm. Können Sie sehen, klicken Sie hier. Aber ich muss nochmal hier jetzt. Also wir sehen deine Präsentation auf jeden Fall und wir sehen auch dich. Okay, wunderbar. Jetzt sehe ich sie auch wieder. Das war wichtig, dass ich sie... Nein, dass ich die Präsentation sehe. So. Medienentwicklungsplanung ist mein Thema. Mein Name ist Andi Maurer. Ich beschäftige mich mit Medienberatung für Schulträger und Schulen und auch für die Didaktik, indem ich dann Workshops für die einzelnen Lehrkräfte durchführe. Und ich möchte heute in den 10 Minuten, die mir bleiben, 3 Aspekte dieser Thematik ansprechen. Ich möchte kurz auf Grundlagen eingehen. Ich möchte den Projektansatz erläutern und ich möchte auf Standards hinweisen, weil Standards uns das Leben bei der Medienentwicklungsplanung leichter machen. Es
ist Voraussetzung natürlich, dass ich die umsetzen kann. Wenn wir uns die Grundlagen betrachten wollen, dann sehen wir auch zuerst schon mal das Problem, was wir haben hier in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer und wenn wir uns auf den einzelnen Webseiten der Bundesländer bewegen, wie ich das häufig mache, dann wird man auch feststellen, dass wir ganz unterschiedliche Begriffsdefinitionen zu den gleichen Sachverhalten finden. Ich fand die Erläuterung, wie sie in Hamburg veröffentlicht wurde sehr einleuchtend und das wurde auch Basis dann meiner Vorgehensweise, wie ich sie mit meinem Schulträger, in dem ich im Moment zusammenarbeite, umsetze. In Hamburg wird beschrieben, dass die Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten im Bundesgebiet angestrebt wird. Das ist schon mal ein schöner Ansatz. Und wir sprechen vom Medienberatungskonzept der Schule im Gegensatz zum Medienentwicklungsplan, den der Schulträger erstellt und als Planungsinstrument dann nutzen wird. Das sind genau diese zwei Begrifflichkeiten, um die es geht. Sie sehen es in der Mitte. Hamburg hatte vorher eine andere Definition von Medienentwicklungsplan. Sie schließen sich an und jetzt haben wir es vielleicht geschafft, dass möglichst viele Bundesländer, die Flächenbundesländer, haben es ja schon jetzt auch Hamburg einheitliche Begrifflichkeiten verwenden. Und wenn wir uns die Medienkonzeption der Schulen ansehen, dann wird das in der Regel so durchgeführt, wie hier schematisch dargestellt. Ich habe mein Expertenteam, die didaktische Leitung ist involviert und dieses Team erstellt ein Medienkonzept für meine Schule. In dem Beispiel wäre es mal eine Grundschule. Und so machen das auch die anderen Schulen, das Gymnasium. Ein Gymnasium macht das genauso. Und hier haben wir noch eine Gesamtschule. Und alle weiteren Schulen erstellen so ihr individuelles Medienkonzept, liefern das Konzept dann beim Schulträger ab, der aus diesen einzelnen Konzepten versucht, einen Medienentwicklungsplan zu gießen. Die Konzepte stellen also die Grundlage des Medienentwicklungsplanes dar und der Schulträger geht nach und nach über und wird mehr Elemente in dieses Dokument Medienentwicklungsplan integrieren. Das sehen wir hier mal dargestellt. Wir haben einen Medienentwicklungsplan und werden in diesem Dokument Medienentwicklungsplan die Ziele formulieren. Wo wollen wir hin mit der Medienentwicklungsplanung? Wir werden sicher mit reinschreiben, wie ist der aktuelle Stand und wie sieht die zukünftige Ausrichtung aus. Die zukünftige Ausrichtung, das ist genau das Element, was von den einzelnen Schulen kommt. Das sind nämlich die Medienkonzeptionen. Ein solches Dokument, ein Medienentwicklungsplan, hat in der Regel 50 bis 70 Seiten Umfang. In den Projekten, in denen ich mitgearbeitet habe, waren es bisher immer zwischen 60 und 65 Seiten. Das hat sich als eine sehr schöne Größe als Umfang etabliert. Ganz wichtig ist, dass ein solches Medienentwicklungskonzept oder ein Medienentwicklungsplan, der ja das Konzept beinhaltet, kein starres Dokument ist, sondern fortgeschrieben wird. Er wird ergänzt um technische Entwicklungen, um politische Entwicklungen, um Fördergelder, was auch immer. All diese Entwicklungen, Änderungen, Anpassungen müssen in den Medienentwicklungsplan einfließen, sodass dieses Dokument ständig vom Projektteam aktuell gehalten wird. Zu Beginn stehen Planungsgrößen drin. Die beziehen sich zum einen auf die IT-Grundstruktur, sprich auf die Ausstattung, die Anbindung meiner Schulen an das Internet, also Breitbandanschluss, auf die Netzwerkinfrastruktur, die in den einzelnen Schulgebäuden vorzufinden ist. Und zum Zweiten beziehen sie sich auf die IT-Ausstattung, sprich auf die Endgeräte, die Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften eventuell bereitgestellt werden, inklusive der Präsentationsmedien, die wir in den Klassenräumen benötigen. Wichtig in diesem Medienentwicklungsplan ist, dass die Projektpartner auftauchen. Schön ist es, wenn es interne Dienstleister gibt, wenn eine Kommune Dienstleistungsunternehmen hat, die beispielsweise IT-Services anbieten, dann macht es Sinn, die mit ins Boot zu holen. In meinem Projekt gibt es sogar Telekommunikationsleistungen, die die Stadt mit anbieten kann. Und dann macht man sich die Arbeit leichter, indem man diese internen Dienstleister mit ins Boot holt und für alle Dienste, die nicht abgedeckt sind, dann mit externen Partnern arbeitet. Wichtiger Aspekt in dieser Zusammenarbeit in diesem Medienentwicklungsplan ist das Thema Sicherheit.
Und ganz wichtig, Sie sehen es rechts, ist das Thema Datenschutzgrundverordnung, dass Sie also auch beschreiben in Ihrem Medienentwicklungsplan, wie mit dieser neuen zu entwickelnden Lösung DSGVO-konform gearbeitet werden kann. Das wird erwartet heutzutage, weil eben das ein ganz wichtiges Kriterium ist, was Sie dann auch auf Informationsveranstaltungen sicher gefragt werden und besser proaktiv angehen, mit reinnehmen. Informationsveranstaltungen führt man dann durch oder auch es gibt ein Reporting-Tool, wo die Informationen an die Politik direkt fließen. Wir haben uns für Informationsveranstaltungen in unserem aktuellen Projekt entschieden. In regelmäßigen Abständen informieren wir zuerst die Schulen in einer Schulversammlung, wo alle Schulleiter, alle IT-Verantwortlichen der Schulen im Gebiet des Schulträgers zusammenkommen, um sie zentral mit Informationen zu versorgen. Im Moment machen wir das online. Davor waren das Präsenzveranstaltungen. Und die Politik wird informiert, indem wir direkt in die entsprechenden Gremien gehen und dort den aktuellen Stand berichten. Auch das funktioniert wunderbar. Ganz zentrales Element, klar, die Kostenanalyse, die Kostenübersicht muss in einem solchen Medienentwicklungsplan auftauchen. Und wir sind in unserem Projekt sogar in der glücklichen Lage, dass wir Einsparungen auflisten können, weil die Umgebung des Schulträgers wechselt. Im Moment gibt es dort eine Private Cloud-Lösung, ein dediziertes Rechenzentrum für die Schulen, was nun ersetzt werden kann durch eine Public Cloud-Lösung. Und dadurch entstehen sogar Einsparungseffekte. Ganz wichtig, hier noch der letzte Punkt, dieser Medienentwicklungsplan und die komplette Medienentwicklungsplanung ist Basis für Fördertöpfe, die vom Bund oder von den einzelnen Ländern bereitgestellt werden. Also dort müssen Sie sich immer beziehen auf Ihre Medienentwicklungsplanung. Ein weiterer Grund, warum es Sinn macht, diese Medienentwicklungsplanung zu strukturieren und möglichst schnell anzugehen. Das Ganze ist ein Projekt, also eine Medienentwicklungsplanung ist keine einmalige Sache, sondern es ist ein Projekt. Es besteht aus einzelnen Prozessen. Damit sind wir sehen es hier dargestellt auf den Seiten von Nordrhein-Westfalen, habe ich dieses Bild gefunden, ganz schön beschrieben. Es sind politische Prozesse, es sind IT-Prozesse, es sind Verwaltungsprozesse, die integriert sind, die ineinander spielen, die ineinander übergehen und die letztendlich dazu führen, ob ein solches Projekt gelungen bezeichnet werden kann. Hier sehen wir ein paar Kriterien. Eine gelungene kommunale Medienentwicklungsplanung zeichnet sich durch stetige Fortschreibung aus, gerade schon erwähnt. Die Laufzeit muss gewählt werden, dass Entscheidungen eventuell auch wieder revidiert werden können. Es hat sich ein Zeitraum von 5 Jahren als sinnvoll herauskristallisiert. Also 5 Jahre Laufzeit für ein solches Medienentwicklungsplanungskonzept ist durchaus eine gängige, eine praktische Größe, mit der Sie arbeiten können. Und hier nochmal erwähnt, es ist ein hochkomplexes Gebilde, da Sie eben verschiedene Aspekte mit berücksichtigen müssen, nicht nur technische, sondern eben auch politische, pädagogische und verwaltungsinterne Prozesse. Das mal so als Anmerkung zum Thema Medienentwicklungsplanung. Ein Aspekt noch hilft mir bei der Medienentwicklungsplanung, nämlich die Standardisierung. Auch hier nur 3 Themen mal angesprochen. Im Vertiefungswebcast wird man dann mehr in die Tiefe gehen. Ich kann die Netzwerkinfrastruktur standardisieren. Wir haben das im Projekt, in dem ich im Moment arbeite, hingekriegt. Wir haben an allen Schulen einheitliche Netzinfrastruktur. Ich kann die Präsentationsmedien strukturieren. Auch das macht mir die Beschaffung leichter. Es macht mir den Service und die Wartung leichter, wie jede Standardisierung, wenn ich einheitliche Präsentationsmedien habe. Wir haben es hingekriegt, dass wir für die Grundschulen einen Standard definiert haben, den wir für alle Grundschulen umgesetzt haben. Bei den weiterführenden Schulen arbeiten wir gerade dran. Und natürlich auch für die Endgeräte empfiehlt sich eine Standardisierung, eine Vereinheitlichung. Das haben wir an den weiterführenden Schulen geschafft. Alle weiterführenden Schulen haben die gleichen Endgeräte. Im Moment sind es 2-in-1-Geräte mit Touchbedienung, mit Stifteingabe, so wie ich es hier auch vor mir habe. Und alle Geräte werden mit einem Standard-Image bespielt, sodass sie auch jederzeit wieder ausgetauscht werden können gegen ein neues Gerät oder auch, wenn es nur kleinere Probleme gibt,
von den Spezialisten zurückgesetzt werden können. Das sind die Vorteile der Standardisierung. Und die Frage ist, wie kriege ich Standardisierung möglichst einfach umgesetzt? Was mir hilft, sind Fakten. Und dafür nur ein Beispiel, wenn Sie die Diskussion haben, welches wären die richtigen Endgeräte für unsere Schülerinnen und Schüler, dann lohnt es sich, dass man sich mal anguckt, was ist denn so weltweit im Moment gefragt an Betriebssystemen. Und hier sehen wir den Markt der Laptop- und Desktop-PCs. Und wenn wir uns das Ergebnis angucken, dann sehen wir, dass über 88% Windows-basierte Systeme sind, 8,5% der Rechner, die weltweit im Einsatz sind, arbeiten mit macOS und dann haben wir noch einen kleinen Anteil von Linux und noch einen ganz kleinen Anteil von ChromeOS. Das heißt, umgekehrt, wenn ich meine Schülerinnen und Schüler, und das ist unser Anspruch in den Projekten, möglichst optimal auf die moderne Arbeitswelt vorbereiten möchte, dann gucke ich, was ist denn in der Arbeitswelt anzutreffen und kriege Ergebnisse, wie sie hier sind. Und mit solchen Fakten kann ich dann auch sehr gut argumentieren, wenn ich persönliche Befindlichkeiten von Schulleitern oder Lehrkräften habe, die in eine andere Richtung gehen. So kann man eventuell schaffen, dass Standards umgesetzt werden. Und das Ganze wollen wir nochmal in zwei Workshops, es wurde schon angesprochen, wesentlich intensiver behandeln, weil wir 90 Minuten Zeit haben. Einmal am 4.12. ab 14 Uhr in einem Online-Workshop zum Thema Medienentwicklungskonzept und zur Medienentwicklungsplanung. Wenn Sie Interesse haben, stehe ich zur Verfügung zu dem Termin, wie er hier angezeigt wird, ebenfalls 90 Minuten und ebenfalls als Online-Workshop. Und damit wäre ich mit meinen Ausführungen am Ende. Und ich habe ein bisschen überzogen. Das tut mir leid, aber. Das macht gar nichts, Andreas. Vielen Dank für deine Ausführungen. Das wird bestimmt ein sehr spannender Webcast werden. Ich übernehme dann mal direkt von dir. Super. Dankeschön. Wunderbar und würde dann zum Bezug auf digital unterstützten Unterricht an den Alex Schmiedel weitergeben. Entschuldigung, Alex Schmieden natürlich wieder mal daneben. Schauen wir mal, ob ich noch drin da ist. Alex, kannst du uns hören? Kein Problem, Horst. Das ist eh so ein Running Gag immer zwischen Martin und mir. Also wir nähern uns an, der Nachname. Ich glaube es auch, ja. Immer wieder das Gleiche. Okay, dann leg los. So, den Bildschirm müssten Sie gleich sehen können. Jawohl. Ja, guten Tag und schön, dass Sie heute da sind. Also mein Name ist Alexander Schmieden, wie eben schon angesprochen wurde. Und ich bin ja Bildungsrebell und Gründer der gleichnamigen Initiative Bildungsrebell. Was bedeutet das eigentlich? Nun, ich befasse mich seit gut 8 Jahren mit digital unterstützten Lehren und Lernen an unseren Schulen und Universitäten, beispielsweise auch als Lehrbeauftragter an der TU München. Und jeder, der sich mit diesem Thema befasst, kann sehr leicht erkennen, dass unsere Schulen und Lehrkräfte bei vielen Themen der Digitalisierung häufig unter den wirklich schwierigsten Voraussetzungen und Bedingungen mehr oder weniger sich selbst dann überlassen sind, was gerade in der aktuellen Situation natürlich fatal ist. Und genau dabei möchten wir Bildungsrebellen aktiv Hilfe zur Selbsthilfe leisten und alle Interessierten mittels Fortbildungen, On-Demand-Videos und Beratungen mit auf die digitale Reise nehmen, mit all den Partnern, die hier heute auch genannt wurden. Und eine digitale Reise, die unbedingt Sinn machen muss. Eine Reise, die lernzielorientiert ist und Lehrkräften, ich glaube, das ist das Wesentliche, möglichst viel echte Lernzeit auch ermöglicht. Und dabei muss es unbedingt auch darum gehen, die Fähigkeiten und Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass sie für ein erfolgreiches Leben in einer digital geprägten Lebens- und Arbeitswelt wirklich gut gewappnet sind. Fähigkeiten für die Zukunft ist ein gutes Stichwort. Goran Hauser hat ja schon das Programm AI for Youth, das wegweisende Programm, angesprochen. Ja, deswegen möchte ich jetzt auch nicht so viel zu den Kompetenzen dann noch sagen, weil die auch erwähnt wurden. Aber ganz kurz, im Grunde genommen sind das, was Sie sehen, Kompetenzen, die in Zukunft eine große Rolle auch spielen werden. Natürlich hier jetzt programmspezifisch diese technischen Skills, die technischen Fähigkeiten, die wir haben, wie zum Beispiel das Programmieren oder auch domänenspezifische Konzepte, wie zum Beispiel KI für maschinelles Sehen. Und gleichzeitig wird aber auch ein besonderer Schwerpunkt
auf sozialen Fähigkeiten liegen. Zum Beispiel die 4Ks, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Und was ich besonders spannend finde, ist dies hier, die Lösungsentwicklung. Die Entwicklung sozial wirksamer Problemlösungen mittels KI durch die Schülerinnen selbst an den Schulen mit den Lehrkräften gemeinsam. Und das Schöne daran ist, dass das nämlich im Grunde genommen sämtliche Stufen der Blum'schen Taxonomie beinhaltet, die Goranhaus auch angesprochen hat. Und ich denke auch, dass da die Reise auf jeden Fall hingehen wird. Nun, wie können wir Sie bei Ihrer eigenen Reise zu einer digitalen Schulkultur denn unterstützen? Hier finden Sie meinen persönlichen Part in diesem spannenden Gesamtkonzept von Quotec. Es geht um die Fortbildung der Lehrkräfte. Und die Basis meiner Überlegungen, ich zoome mal eben ein bisschen ran, dafür ist ein Touchdisplay immer ganz praktisch. Die Basis bildet nicht selten bei mir das SAMR-Modell von Ruben Puente-Dura. Einige von Ihnen werden es sicherlich schon kennen, andere vielleicht nicht. Und kurz ausgedrückt gibt es Ihnen ein ja, relativ leicht zu bedienendes Werkzeug für die Integration digitaler Medien oder auch von Technologien in Ihren eigenen Unterricht an die Hand. Und dieses Modell hilft mir und vielleicht ja auch Ihnen unmittelbar dabei, das didaktische Potenzial neuer Lehr-Lernlösungen zu beurteilen und gleichzeitig auch indirekt abzuwägen, ob eine Investition auch wirklich sinnvoll ist und einen Nutzen stiftet, indem sich der Unterricht hierdurch auch wirklich optimieren lässt. Und diese Lösungen müssen dann auch nicht unbedingt teuer sein. Ich gehe gleich ein auf die einzelnen Stufen. Sie sehen hier diese vier Ebenen, wobei die Bedeutung digitaler Medien mit jeder dieser vier Stufen ansteigt. Und auf den unteren beiden Ebenen, die Sie hier sehen, Substitution und Augmentation, hier in diesem Bereich lässt sich das Lernen mittels digitaler Technologien einfach verbessern. Und auf den beiden oberen Ebenen, auf denen wir hier sind, da findet dann tatsächlich eine regelrechte Transformation des Lernens statt. Wobei das nicht bedeutet, dass das immer und in jedem Fall auch sinnvoll ist. Gehen wir mal kurz auf die einzelnen Stufen ein. Hier die unterste Stufe, ersetzen. Auf dieser Stufe werden im Grunde genommen, so kann man sich das vorstellen, analoge Lernmedien durch digitale 1:1 im Grunde genommen ersetzt, ohne dass eine größere funktionale Verbesserung dadurch erzielt wird. Konkret kann man sich das so vorstellen, dass das Papier, das klassische Medium, durch ein E-Book ersetzt wird. Allerdings gibt es auch hier natürlich bereits einige Vorteile, zum Beispiel in der flexibleren Weiterbearbeitungsmöglichkeit. Wenn ich jetzt ein Word-Dokument habe, dann kann ich das bearbeiten, speichern und weiterleiten und kann es auch gegebenenfalls besser durchsuchen. Also ich habe schon auch funktionale, leichte Optimierung geschaffen damit schon. Wenn wir uns die zweite Stufe anschauen, die Erweiterung oder die Anreicherung, hier wird eine klare, deutliche, funktionale Verbesserung dann auch wirklich erzielt. Ich kann in die digitalen Dokumente zum Beispiel ein Quiz direkt integrieren oder eigene handschriftliche Notizen unmittelbar in den Lernmaterialien dann auch vornehmen. Und ja, ich erinnere mich da gut an meine eigene Schul- und Studienzeit, als das Füllen der Buchseiten mit der eigenen Handschrift nicht allzu gut angekommen wäre, obwohl es mein eigenes Lernen sicherlich auch hätte verbessern können. Mit den digitalen Medien ist das heutzutage kein Problem mehr und keiner muss unter dem, was reingeschrieben wurde, der anderen leiden. Es war ja auch nicht immer alles richtig, was schon der Vorgänger reingeschrieben hatte in die Bücher. Stufe 3, Modifikation. Auf dieser Stufe werden dann Aufgaben und weitere Optionen, kann man sagen, angereichert und Lernaufgaben schon reorganisiert und transformiert. Zum Beispiel werden bisher analoge Aufgaben dann so verändert, dass eine digitale Unterstützung auch wirklich erforderlich wird. Ohne die kann ich das Lernsetting nicht umsetzen. Im Ergebnis werden also die digitalen Vorzüge, die ich habe, dann explizit genutzt, mitunter auch, um soziale Aspekte in den Fokus zu rücken. Mehr als ich das bisher vielleicht auch konnte. Ich habe das auch in eigenen Trainings, in anderen Kontexten festgestellt, dass das digitale Medium sehr verbindend wirken kann. Und ja, so kann ich zum Beispiel die digitalen Dokumente und Videos anreichern und Tonaufzeichnungen oder auch Infografiken vielleicht. Und die Inhalte können dabei von den Schülern dann selbst
und mittels einer Cloud-Lösung auch orts- und zeitunabhängig in gemeinsam geteilten und kommentierten Dokumenten dann recherchiert werden. Mit Hilfe eines von den Schülern selbst gedrehten Videos dann auch an die anderen Schülerinnen und Schüler vermittelt werden. Und über eine Online-Konferenz lässt sich das Ergebnis dann beispielsweise auch noch direkt diskutieren und mittels eines Umfragetools direkt als 360-Grad-Variante feedbacken beispielsweise. Aber wer von Ihnen schon mal in der Lerngruppe war, der wird sich mit Sicherheit auch oder wird die Erfahrung gemacht haben, dass in dem Moment, in dem ich anderen Menschen Dinge erklärt habe, erst so richtig das Verständnis durchgedrungen ist. Besonders dann, wenn einen die Frage des Gegenübers vielleicht auch ausgehebelt hat, dann hat man gemerkt, okay, ich habe es noch nicht ganz verstanden, muss da nochmal reingehen in das Thema und dann hat man drüber gesprochen und dann hat wirklich ein vertiefendes Wissen auch stattgefunden. Also im Ergebnis habe ich bereits bei dieser dritten Stufe eine Art neuen Lernraum schon geschaffen. Und auf der vierten Stufe, Redefinition im Englischen, da haben wir die Neudefinition. Und auf dieser Stufe, da können Lernsituationen stattfinden, die ohne digitale Technik bisher nicht denkbar gewesen wären. Das kann, muss aber nicht immer gleich eine virtuelle Simulation sein, kann Augmented Reality sein. Ein Unternehmen, das ich kenne, das da tolle Lösungen anbietet, ist zum Beispiel Insimity. Aber es muss nicht unbedingt so eine Lösung sein. Auch schon der sogenannte Flip Classroom lässt sich hier durchaus einsortieren. Und dabei wird im Grunde genommen die Wissensvermittlung eben an einen anderen Lernort verlagert. Zum Beispiel ins Homeoffice der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkraft kann zum Beispiel mittels Video Impulse geben und das Wissen oder Quellen hierfür zur Verfügung stellen. Und die Schüler eignen sich das Wissen dann entweder selbstständig oder in Kombination oder prinzipiell in Gruppenarbeit an, oft auch mit flankierenden Fragen natürlich. Und im Live-Unterricht, der dann wieder synchron dann stattfindet, in der synchronen Unterrichtssituation, entweder in der Schule oder aber auch auf Distanz, dann geht es dann darum, dieses Wissen auch wirklich anzuwenden und zu vertiefen. Was ich da als großen Vorteil bei diesem Konzept sehe, ist, dass die Lehrkraft hier die Möglichkeit hat, viel besser individuell auf die Schülerinnen und Schüler einzugehen. Und gerade jetzt in der Pandemie merken wir, dass tendenziell schwächere Schüler eben noch mehr abgehängt werden. Und von daher kann das eine sehr, sehr gute Lösung sein, wirklich das zu vermeiden und wieder zu optimieren. Verzeihung. So, jetzt sehen Sie die Folie wieder groß. Gut, und solche Überlegungen letzten Endes, die bilden die Grundlage für unsere Trainings und Workshops und so auch am 8.12., wie Sie hier sehen, in unserem Vertiefungswebcast. Was wir machen, ist, dass wir fortlaufend recherchieren, welche nutzenstiftenden Anwendungen es gibt und überlegen uns einerseits, welches didaktische Potenzial natürlich bieten sich, das ist das Kernelement, und zum anderen überlegen wir, sind sie denn auch wirklich besser als Anwendungen, die wir bereits nutzen. Also bringen Sie wirklich einen funktionalen Vorteil. Lohnt sich dann auch ein Umstieg gegebenenfalls. Und sicher kennen auch Sie noch ganz andere Lösungen, die wir dann gerne auch im Vertiefungswebcast natürlich zusammentragen. Also das ist auch immer ein sehr, sehr schönes Element, die Erfahrungen miteinander auszutauschen. Auch wenn es ein Webcast ist, werden wir definitiv auch interaktive Workshop-Elemente drin haben. Je nachdem, wie viele Teilnehmer wir sind, können wir das dann intensiver dann auch natürlich umsetzen. Welche Inhalte beim anstehenden Webcast dann zum digital unterstützten Unterricht wie stark in den Fokus rücken? Das liegt allein an Ihnen. Was wir nämlich machen, ist einen Wunsch-Webcast. Vielleicht kennen Sie noch den ZDF-Wunschfilm der Woche aus den 80ern. Also ich habe das als Kind immer geliebt. Heutzutage gibt es ja Netflix, Amazon Prime und etc. Damals war das schon was Besonderes, aber ich glaube, es wurde auch in der jüngeren Vergangenheit nochmal angeboten. Es hat irgendwie einen besonderen Charme. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Und ich lade Sie jetzt dazu ein, ein solches Voting wie auch beim Wunschfilm mittels Mentimeter umzusetzen. Wie man so etwas dann selbst aufsetzt mit Mentimeter und viele weitere gewinnbringende Anwendungen natürlich. Mentimeter ist ja nicht wirklich neu, ne? Aber an dieser Stelle macht das absolut Sinn, das auch einzusetzen. Und genau das zeige ich Ihnen dann eben am 8.12., wie man das macht und die anderen Anwendungen. Ich bitte Sie jetzt, diesen Code, den Sie hier sehen, diesen Mentimeter QR-Code, einfach abzuscannen oder auf die Webseite, wie Sie hier sehen, menti.com zu gehen und dann diesen Code hier einzugeben.
Wenn Sie dann dort auf dieser Seite sind, finden Sie zwei Fragen. Bei der ersten haben Sie einen Schieberegler, um Ihr jeweiliges Interesse für die Themen zu signalisieren, sodass ich weiß, wie ich die Schwerpunkte setzen soll in diesem Vertiefungswebcast. Und bei der zweiten Frage können Sie uns dann sehr, sehr gerne wissen lassen, ob es bestimmte Anwendungen gibt, zu denen Sie auch einfach mehr erfahren möchten. Wenn das ist eine Word Cloud und wenn wir da Doppelungen haben, dann weiß ich dann schon, in welche Richtung das Ganze dann auch gehen soll. Ich gehe direkt mal auf die Mentimeter-Seite. Gucke mal, ob schon die ersten Ergebnisse da sind. Jawohl, sind schon da. 10 haben schon abgestimmt. Also momentan geht es in Richtung Umfragen, Schülermotivation, Quizzes. Anwendung für Kollaboration und Lernen. Okay, ist jetzt Kopf an Kopf mit Erklärvideos. Als Erklärvideos ist eine schöne Möglichkeit. Zum einen müssen natürlich diese Videos nicht nur von Ihnen auch erstellt werden, sondern sowas kann man natürlich auch die Schüler machen lassen, was den Lerneffekt natürlich enorm steigert. Wir warten dann einfach mal ab, was am Ende bei rauskommt. Und ich gehe direkt mal weiter zur nächsten Frage. Okay, noch haben wir da Schulorganisation ist eine Doppelung. Okay. Also eher auch die Kollaboration dann im Kollegium nehme ich da mal raus. Erklärvideos wurde hier aber auch nochmal genannt. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch was dazu machen. Sie müssen jetzt nicht auch alle abgestimmt haben. Die Umfrage, die läuft jetzt weiter natürlich. Und ich bin gespannt, ob der Trend, den wir jetzt bisher so gesehen haben, dann auch so bleiben wird. Herzlichen Dank jedenfalls für Ihre Beiträge bislang. Ja, dann bin ich auch schon am Ende. Wir haben alle nur ganz kurze Slots. Wie versprochen beim Vertiefungswebcast werden wir dann wirklich reingehen in die Tools, werden uns die Backends anschauen und überlegen, wie wir sie didaktisch sinnvoll einsetzen können. Ja, lassen Sie uns in diesem Sinne dann in diesem Webcast auch ja ungeahnte Kräfte in uns allen wecken und Rebel Your Skills heißt nicht umsonst auch unser Firmenslogan. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen und vielleicht dann auch für Ihre Fragen, das werde ich gleich merken. Horst ist schon online und ja. Ich freue mich jedenfalls schon sehr auf den anstehenden Webcast mit Ihnen. Vielen Dank. Ja, da sind wir alle sehr gespannt. Vielen Dank, Alex, für deine Ausführungen. Es hat jetzt momentan noch keine Fragen jetzt direkt zum Thema gegeben. Es war natürlich auch eine super spannende Sache jetzt mit dem Mentimeter. Eine allgemeine Frage hätte ich noch, die jetzt nicht speziell dich betrifft, sondern die eigentlich auch die anderen eher betrifft, wie einen Andi oder einen Goran beispielsweise. Da ist nämlich mal so die Frage aufgetaucht vorher schon, wie es denn eigentlich aussieht, warum denn in diesen ganzen komplett Konzeptgeschichten etc. nie die Apple-Geräte erwähnt werden. Wir kennen das aus eigener Erfahrung bei Kotek, das ist halt ein großes Thema. Apple iPads ist ein sehr großes Thema, wir werden ständig deswegen angesprochen. Wir suchen ständig auch nach, oder wir haben auch ständig Argumente dafür oder dagegen, je nachdem. Würde ich das einfach mal in den Raum werfen, wer auch immer da gerne antworten möchte darauf, auf die Frage, warum denn häufig Apple-Geräte in der Diskussion sind. Vielleicht hat da der Andi oder der Goran was dazu zu sagen. Ja, ich schalte mich gerne auf, ist natürlich eine prädestinierte Frage. Also grundsätzlich ist natürlich ein Apple iPad ein gutes Gerät, so wie Sie vorhin in der Übersicht von Martin Schmiedl gesehen haben. Jeder Formfaktor hat seine Vorteile, aber wenn es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Und ein Tablet kann schon auch zu Ihnen passen, wenn Sie entsprechend in Ihrem Konzept sich das auch widerspiegelt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein iPad nichts in Schule zu suchen hat. Grundsätzlich aufgrund der Möglichkeiten, die so ein Tablet bietet, beschränkt man sich sehr.
Man kann natürlich jetzt beginnen, viele Dinge und Aspekte machen, wie jetzt Internetrecherche, auch ein paar Apps oder viele Apps. Das ist ja mit die Hauptbegründung immer, dass es viele Apps gibt. Die Frage ist für mich dann, welchen pädagogischen Gedankengang man da als Lehrkraft dann natürlich auch hat. Aber auch genauso die ganze Managebarkeit von dem System ist auch etwas, was man teilweise machen kann. Plus am Schluss, wenn Sie weiter denken, eben sagen, okay, für den Physikunterricht oder für den Chemieunterricht oder für andere Dinge brauchen Sie jetzt noch Sensoren, die Sie anschließen wollen. Und leider Gottes ist heutzutage einfach auch nicht alles kabellos und unfallfrei möglich. Genauso ist das Thema Ergonomie. Jetzt sitzen Sie genauso wie wir wahrscheinlich auch zu Hause, genauso demnächst vielleicht die ein oder anderen Schüler und Klassen wieder zu Hause. Ein Tablet im 10-Zoll-Format und heute Morgen hatten wir die gesetzliche Unfallversicherung mit unserem Bitkom-Call. Die sehen das genauso. Das hat für partiell kurz Internetrecherche und vielleicht auf Mails antworten, macht das Sinn und ist auch okay aus Sicht der Unfallversicherung. Aber wenn man dann klassischerweise ein mobiles Arbeitsplatz oder einen mobilen Arbeitsplatz oder am Homeoffice denkt, dann ist es schon etwas anderes, was man benötigt, um einerseits die Ergonomieaspekte und Gesundheitsaspekte bei sich als Lehrkraft oder Schüler auch aufrechtzuerhalten, also größere Displays, vollwertige Tastatur oder andockbar an ein großes Display und so weiter. Und das andere ist natürlich, sprich, es kommt natürlich aus dem Privatanwendungsbereich. Wie gesagt, am Anfang, viele finden Dinge gut, die sie zu Hause benutzen und die machen auch zu Hause sehr viel Sinn, höchstwahrscheinlich, wenn sie sich da komfortabel damit fühlen und sicher fühlen, dann ist das ja auch okay, die dürfen sie natürlich sehr gerne benutzen. Nur die Frage ist immer, macht so etwas der private Use Case, der Home Use Case, macht der in einer großen Infrastruktur in dem Sinne, macht der immer so viel Sinn? Und wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für uns, wenn wir jetzt auch mal global und außerhalb Deutschlands herumschauen, ist ein iPad nicht die First Choice in anderen Ländern, sondern es sind Convertibles, es sind Chromebooks, die einfach viel mehr Möglichkeiten bieten als eben ein Tablet. Meine lange Antwort auf eine kurze Frage. Entschuldigung. Ja, wunderbar. Schade, dass wir dich nicht gesehen haben. Da hat sich auch schon jemand darüber beschwert. Die wollten natürlich unbedingt dich wieder gerne sehen, aber gut. Eine Frage noch. Vielleicht noch eine Ergänzung, Horst. Ja. Und ich denke, das hat Martin ja auch schon angesprochen, das Thema. Ich glaube, dass Schule ja ein Stück weit schon auch auf die Arbeitswelt vorbereiten sollte. Ja. Und ich persönlich kenne im Grunde genommen wirklich persönlich niemand, der jetzt mit einem iPad arbeitet. Also die haben alle vollwertige Rechner einfach zum Arbeiten. Ansonsten sieht man Tablets im Grunde genommen vielleicht mal bei einem Messeauftritt beispielsweise. Okay. Dann werde ich auch gleich wieder an den Martin übergeben, wenn der soweit ist. Martin? Jawohl, bin da. Alles klar. Einen Augenblick. So, ihr seht meinen Bildschirm wieder. Jawohl, den sehen wir. Ja, gut. Ich möchte gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung vielleicht geben über das, was wir heute Ihnen aufgezeigt haben und dann natürlich noch mal hinweisen auf die Espresso-Termine für die Entscheider. Wir haben die so genannt, weil sie eben ganz kurze, knackige Termine darstellen sollen, die der Alexander Schmieden und ich gemeinsam durchführen werden, anbieten werden am 11. Dezember. Hier schauen wir uns gleich noch vielleicht auch die Anmeldeseite nochmal an. Nochmal ganz kurz von meiner Seite. Wir haben hier eine geballte Kompetenz versammelt für Sie im Rahmen der Veranstaltung. Das war heute der Auftakt-Webcast mit grundlegenden Impulsen, mit einem grundlegenden Themenüberblick. Und Sie haben die Experten heute kennengelernt in großen Teilen, die wirklich auch führend auf ihren Gebieten sind.
um Sie auf Ihrem Weg zur digitalen Schulkultur zu begleiten. Und wenn Sie sagen, Mensch, das muss jetzt nochmal mein Vorgesetzter sich anschauen, da muss nochmal mein Bürgermeister draufschauen oder ein Amtsleiter oder der Schulleiter, dann stehen der Alexander Schmieden und ich Ihnen gerne am 11. Dezember dafür zur Verfügung und können das Ganze nochmal in einem ganz kurzen Aufriss mit einem kurzen Impuls, aber vor allen Dingen mit einer Diskussion dann besprechen, was denn jetzt wirklich so sinnvolle Schritte sind, um durch diesen digitalen Dschungel hin zu einer digitalen Schulkultur strukturiert den Weg zu finden und wie wir Sie da eventuell begleiten können. Das ist unser Angebot an Sie. Und Horst, du wolltest vielleicht nochmal die Seite, die Anmeldeseite und die Landingpage aufwenden, dass wir uns das anschauen. Ja, das werde ich sehr gerne machen. Da werde ich jetzt wieder an mich den Moderator übernehmen müssen. Genau. Und dann sehen wir auch gleich die Landingpage. Genau, hier auf www.cotec.de/digitale-schulkultur. Hier finden Sie noch ein paar Informationen und natürlich, wie man hier sieht, die Links zu den Vertiefungswebcasts, wo Sie sich anmelden können, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Es sind alle Termine, sind hier hinterlegt. Es kommen dann noch ein paar weitere Informationen, wie Sie die einzelnen Schritte durchführen können. Noch Informationen und ganz unten haben Sie dann noch die Möglichkeit, sich für den Espresso-Termin anzumelden. Also da steht ja, dann auch nochmal ganz genau, worum es denn eigentlich geht beim Espresso-Termin. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Martin. Genau, also letzten Endes geht es darum, dass wir Sie gerne nochmal individuell abholen möchten in einem Gespräch, der Alexander Schmieden und ich, wo Sie sagen, so, wo stehen Sie, was sind Ihre konkreten Herausforderungen, wo wir Sie gerne nochmal an die Hand nehmen und sagen, so, aus unserer Sicht sind dass die Schritte, die zu gehen sind, abhängig von Ihrer Ausgangssituation, Ihren Aufgabenstellungen, sei es jetzt das Thema Netzwerk, IT-Infrastruktur, sei es das Thema Endgeräte in der Schule oder eben die Themen Medienentwicklungsplan, Konzept oder das Thema Gestaltung von Unterricht. All das, was wir in den Vertiefungswebcasts präsentiert haben, all das, was wir heute insgesamt erzählt haben, können Sie uns fragen, da können wir darüber diskutieren. Und da sind der Alexander Schmieden und ich sehr gerne bei und mit Ihnen dabei an einem der verbliebenen Wunschtermine. Einige Termine sind schon weg und freuen uns natürlich darauf, mit Ihnen da individuell Ihre Themen aufzunehmen und zu diskutieren. Ja, wunderbar. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende des heutigen Webcasts. Jetzt ist die Frage von mir, ob es denn noch irgendwelche Fragen gibt an die Teilnehmer, die wir auf die Schnelle jetzt noch durchsprechen können. Unsere Referenten sind noch ganz kurz da. Ansonsten, wie gesagt, in den Vertiefungswebcasts natürlich auch jederzeit gerne über die angegebenen Kontaktdaten, die hier stehen, mit info@cotec.de oder die Telefonnummer, die dort hinterlegt ist. Jetzt blende ich mich auch nochmal ein, damit Sie mich nochmal sehen können. Ansonsten die Frage, ja, sind noch irgendwelche Fragen offen für die auf die Schnelle? Aber es sieht jetzt momentan nicht so aus. Und da kommt auch nichts mehr nach. Die Leute sind alle super zufrieden mit dem, wie es heute gelaufen ist, offensichtlich. Momentan keine Fragen offen. Ich erwähne nochmal, wie gesagt, es gibt eine Follow-up-E-Mail im Laufe der Woche mit dem Link zur Aufzeichnung dieses Webcasts mit einem Link zu einer Umfrage, wo wir Sie gerne bitten möchten, diese noch durchzuarbeiten. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch und ich freue mich darauf, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, beziehungsweise wird das dann wahrscheinlich meine Kollegin wieder machen, die Frau Marion Zierais. Dann, einen schönen Tag noch allerseits und danke nochmal an die Referenten.